Hallo Leute, heute möchte ich euch sagen, welche Berufe es im Mittelalter gab. Es gab im Mittelalter eine Handvoll Berufe, unter anderem auch Bauer, Schmiede, Schuhmacher, Buchbinder und Schneider und viel, viel mehr. Aber was mussten die einzelnen Berufe eigentlich machen? Zum Beispiel der Bauer, er war in der untersten Kategorie der Rangordnung. Er musste sehr hart schuften, um überhaupt zu überleben und seine Familie zu ernähren. Sie bekamen nicht mal Geld. Im Gegenteil, sie bekamen sogar Abzug. Doch die Handwerker hingegen hatten es besser. Sie hatten immerhin Geld bekommen und hatten einen schöneren Dach über dem Kopf. Zum Beispiel die Handwerker mussten täglich Hammer, Schaufel, Spitzhacken herstellen. Sie lebten auch sehr streng, aber hatten es gut in der Stadt. Es gab auch Handwerker, die Tische und Stühle und so weiter gemacht haben. Oder auch Türen, Fenster, Fesseln. Die Handwerker waren ein wichtiger Bestandteil der Stadt. Ohne sie hätten die meisten Leute kaputte Häuser. Sie hatten ein gutes Leben in der Stadt. Und kamen sehr gut aus. So Leute, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und hoffentlich konnten wir euch zum Thema Mittelalter und Berufe weiterbringen.